Der Russland-Komplex war vielleicht rückblickend der Basistrade des Jahrzehnts. Basispakete haben bis tiefe 70 Punkte gehandelt, werden jetzt nach dem Kreditereignis auf dem CDS-Leg womöglich bei 100 oder höher ausgebucht. Wir haben uns damals entschieden, aus Reputationsgründen bewusst diese Position nicht einzugehen. Herzlich willkommen vom Fondsprofessionell-Kongress in Mannheim. Ich bin hier mit Christopher Vogt von Xaya Investment. Hallo Christopher, grüß dich. Hallo Tim, guten Morgen. Die Märkte seit Jahresstart bei Aktien, bei Anleihen, bei Kryptowerten, alles fast rundum negativ. Ihr hingegen seid mit einer positiven Performance year to date. Ist das Absicherungsthema jetzt immer wichtiger auch für Anleger geworden? Ja, das ist richtig. Das ist 3/4% positive Wertentwicklung seit Jahresbeginn. Ist insbesondere natürlich auch der Tatsache geschuldet, dass Long-Bücher ihre Positionierung teilweise absichern. Deswegen die Nachfrage nach CDS am Markt anspringt und unsere Basispakete performen lässt. Ein großes Ereignis war natürlich der Russlandkrieg oder der Krieg in der Ukraine durch Russland. Hat das den Markt nochmal richtig Verwerfung gebracht bei euch aus eurer Perspektive? Unsere Einschätzung ist, dass die Bewegungen, insbesondere an den Kreditmärkten, sehr geordnet ablief. Wir haben keine panikartigen Verkäufe auf der Anleihenseite gesehen. Insofern ist eine systematische Opportunität für die negative Basis nicht aufgetreten, aber punktuell lassen sich immer wieder Highlights und Neupositionierungen aufbauen. War denn diese Russland-Thematik eben ein punktuelles Ereignis, wo ihr dann die Chance genutzt habt oder wie seid ihr damit umgegangen? Ein sehr guter Punkt. Der Russland-Komplex war vielleicht rückblickend der Basistrade des Jahrzehnts. Basispakete haben bis tiefe 70 Punkte gehandelt, werden jetzt nach dem Kreditereignis auf dem CDS-Leg womöglich bei 100 oder höher ausgebucht. Wir haben uns damals entschieden, aus Reputationsgründen bewusst diese Position nicht einzugehen und sind der Meinung, dass diese Basispakete insbesondere in die Hedgefonds gehandelt haben. Noch abschließend, wie sieht es generell aus bei euren Basispaketen? Seid ihr dann noch eher mit einer höheren Gewichtung aktuell positioniert, mit vielen Basispaketen oder ist so ein bisschen die Vorbereitungszeit jetzt auf das nächste Aufstocken dann? Es ist tatsächlich so, dass wir eine, taktische Asset-Allokation derart aufgesetzt haben, dass wir eine 20%ige Cashquote derzeit fahren, weil wir denken, Inflation sollte hoch bleiben, Credit Spreads sollten sich weiten, die Dispersion am Kreditmarkt sollte sich erhöhen und damit auch unsere Chancen.